Was geht ab, meine Z-Fighter aus der DIA? Und bevor wir mit dem Teamrating Video Nummer 30 anfangen, habe ich eine ganz wichtige Information für euch. Ich würde es euch auf jeden Fall ans Herzen legen. Nämlich, ich habe auf meinem Discord-Server einen Teambuild-Channel erstellt. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Wir werden uns näher besprechen, was mit dem Teambuild-Channel auf sich hat. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon aus dem Namen denken. Nämlich, in diesem Teambuild-Channel könnt ihr gewisse Teambuilder zu euch rufen. Werden wir gleich abchecken, wie ihr das Ganze macht, unter welchem Formular. Diese helfen euch dann aus in Sachen Teambuild, wenn ihr Fragen dazu habt. Wir gucken uns gleich alles detailliert an, wie genau ihr das macht. Soll quasi sein, damit mir das quasi ein bisschen einfacher wird, damit ein bisschen Arbeit abgenommen wird mit den ganzen Teambuild-Sachen. Und damit ich das Ganze fördere, weil ihr wisst, ich lege da sehr viel Wert auf die Teambuilds. Und soll nicht heißen, dass die Teambuild-Videos nicht mehr gibt oder so. Nein, bleibt alles normal. Das ist nur eine Auswahl für mich. Ein extra Service für euch. Mein Teambuild-Channel auf Discord. Wie verläuft das Ganze? Würde ich wirklich raten bzw. bitten, euch ganz kurz zuzuhören, richtig wichtig zuzuhören, nämlich funktioniert das Ganze folgendermaßen. Steht auch alles hier dran an den angehefteten Tweets oder Nachrichten, aber wie gesagt, wir gehen das Ganze gemeinsam durch. Nämlich, in diesem Teambuild-Channel, den schalte ich ab heute, 29. Juli, ab 18 Uhr frei, da könnt ihr quasi die Kamis herbeirufen. Die Kami at Kami, das ist der Befehl dazu, sind die Teambuilder. Ist momentan eine Handvoll, werden immer mehr dazukommen. Momentan wird das Ganze erstmal so auf Beta-Version, sage ich mal, testen, beziehungsweise will ich momentan erstmal das Ganze beobachten, wie das Ganze läuft, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn ich das Ganze online stelle, dass da sehr viel los sein wird, aber wir kommen da gleich zurück drauf zu sprechen, wegen der ganzen Organisation. Nämlich, mit dem Ausrufezeichen Kami könnt ihr euch die Teambilder herbeirufen, indem ihr eure Team- und Charakterliste einsendet. Diese Charakterliste bitte filtert ihr nach SSR und höher als Screenshot. Und ihr tut sie quasi entsprechend eurem Leader-Skill filtern, werden wir gleich sehen. Und nach Activation, ja, da können wir direkt sehen, wie viel Prozent sie im Dupe-System haben. Und unter diesem Befehl sendet ihr das Ganze quasi ein. Wichtig ist mir hierbei, Freunde, ihr sendet bitte in diesen Channel, in diesen Teambuild-Channel, nur eure Anfragen, wie hier oben genannt und im Beispiel oder im angehefteten Nachrichten, werden wir uns gleich betrachten. Nur das und nichts anderes. Tut ihr bitte nicht euch unterhalten, diskutieren, etc., etc. Ihr sollt hier nur eure Anfragen reinsenden. Das ist einfach nur aus organisatorischen Gründen, damit die Teambilder hier nicht durcheinander kommen, damit nicht allzu viel auf einmal los ist, damit das Ganze geregelt funktioniert. Und falls ihr natürlich Fragen zu eurem erstellten Team habt, ja, dann könnt ihr das natürlich mit dem jeweiligen Teambilder, mit dem jeweiligen Kami in dem Hashtag Dokkan-Chat regeln, besprechen oder dann mit einer Privatnachricht. Aber jetzt zum 1A-Beispiel, hört ganz genau zu, Leute. Nämlich, sagen wir mal, ihr habt quasi eine Frage zu eurem Team. Wie sendet ihr jetzt eine Anfrage in diesen Teambuild-Kanal? Ich habe mir quasi schon mal ein Beispiel gemacht. Nämlich, nehmen wir mal an, ich bin der User, okay? At Kami schreibe ich rein. Das ist mein Extreme-Team, bräuchte Hilfe bitte. Zum Beispiel, alles klar, dann sendet ihr einen Screenshot von eurem Team. So sieht das ganze Team aus. Und von eurer Charakterliste, ganz wichtig, SSR und Hör nur bitte. Und entsprechend im Leader-Skill. Mein Leader in diesem Team ist hier Masked Saiyan. All Types habe ich jetzt da gewählt, okay. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich habe mir geschrieben, dass mein Extreme Tech Team, also ich gehe davon aus, dass mein Extreme Tech Team ist. Deswegen sende ich hier nur Charaktere von Extreme Tech Units rein. Ihr könnt das filtern in Dokkan Battle. Wenn es ein Potara Team wäre, zum Beispiel mit El Evidito als Leader, dann sendet ihr bitte nur die Charakterliste von Potara Charakteren und Int Charakteren, weil ja der Leader-Skill dazugehört. Ganz wichtig. Genau. Und ihr tut das quasi ganz nach Activation filtern. Ihr seht, das ist eine Prozentzahl angegeben. Alright. So ist zum Beispiel eure Anfrage. Das müsst ihr nur machen. Mehr müsst ihr nicht machen. Damit kommt eine Antwort von dem Kami. Wundert euch nicht. Hier wird quasi erstmal auf euer Post reagiert. Mit einem Okay an der Stelle. Nehmen wir das Ganze mal hin. Hier, bla, bitte. Und dann ist hier ein Okay. Wundert euch nicht. Das hat für euch nichts zu sagen. Das ist nur für die Kamis, damit sie wissen, okay, das hat hier einer schon abgecheckt. Einer gibt darauf eine Antwort drauf. Alright. Auf was ihr danach wartet, nach eurer Anfrage, ist folgendes. Dann geht ein Kami her, ihr habt zum Beispiel einen Kami hergerufen, dann kommt irgendeiner von denen, die da unterwegs sind. Ich mache das jetzt mal einfach. Dann schreibt ihr zum Beispiel, die Anfrage kam von Osaru, dann mache ich hier rein Add Osaru. Ja, Add Osaru. Das seid ihr jetzt quasi in dem Fall. Und ich, ja, ist jetzt ein bisschen komisch, dass ich mir selbst schreibe, aber damit kommt eine quasi eine Antwort, wie ich baue euch das Team. Zum Beispiel folgendermaßen, okay, SSJ3 Broly hier an der Stelle ist ein Extreme Tech Team, dann nimmst du am besten ihn als Leader, signalisiere ich euch, dass es euer Leader ist, denn er gibt den besseren Boost und dann baue ich hier quasi die Charaktere rein, die ich denke, die in das Team reinkommen sollten. Elegoku Black zum Beispiel, Fusion Zamasu können wir reinhauen, Masked Saiyan, Opsa, Masked BD Saiyan. Ja, Saiyan, Saiyan jetzt, Golden Freezer und Cell Imperfect Form, ja, als Supporter. Hier.
Dann würdet ihr quasi eine Antwort bekommen. Dann seht ihr, okay, Ad, bla bla bla. Zum Beispiel, wenn du Dieter heißt, Ad Dieter, bekommt ihr eine Antwort zurück. Ja, das ist das Team. Das Team würde ich hier vorstellen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt, Charaktere. Das Team würde funktionieren. Ist bei jedem Kami ein bisschen unterschiedlich. Jeder hat sein eigenes Ziel. Jeder geht ein bisschen mehr drauf ein, wie das Ganze aussehen sollte. Aber quasi, um es kurz zu sagen, ist das mein Teambild-Channel. Würde ich wirklich ganz ans Herzen legen, auf jeden Fall durchzulesen, was ihr beachten solltet. Und dann hoffe ich, ihr kommt mit dem Service klar. Feedback ist auf jeden Fall erwünscht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es am Anfang ein bisschen chaotisch sein wird. Aber das werden wir dann über die Zeit klären. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, lasst es auf jeden Fall wissen. Um es nochmal kurz zu fassen, ihr könnt ja eure Anfragen senden mit @kami, euer Team, was ihr am Team haben wollt, wie euer Team aussieht. Screenshot-Team von eurem Charakter. Charakter bitte dem Leader-Skill entsprechen. Nach Activation filtern und SSR und höhere Charaktere einsenden und dann darauf warten, dass ihr eure Antwort so bekommt. Okay, Freunde, so viel dazu. Wir fangen jetzt mit dem Team-Rating-Video an. Alles klar, und dann fangen wir, würde ich sagen, sofort an. Nehme ich das erste Team. Wir machen es, by the way, wieder auf Freestyle, damit es nicht so lange wird. Ist von Black Hashtag Team. Unsere vielen lieben Dank für die Einsendung. Und zwar haben wir hier ein super physisch Team. Alle Charaktere entsprechen dem Leader-Skill. By the way, wegen der Punktevergabe habt ihr euch vielleicht manchmal gefragt, wie das genau auswirkt. Ab dem nächsten Video werde ich das immer am Anfang einblenden. Jetzt sage ich es euch nochmal quasi zum Refresh, wie das Ganze läuft. Nämlich, es gibt ein Punkt pro richtig gesetzten Charakter, der dem Leader-Skill entspricht. Was heißt das? Zum Beispiel hier haben wir einen Super-Physisch-Type Leader-Skill und alle Charaktere gehören zum Leader-Skill, also ein Super-Physisch-Charakter oder Physisch-Charakter. Dementsprechend gibt es für jeden einen Punkt, also haben wir 6 von 10 Punkte. Dann gibt es einen weiteren Punkt, wenn alle Charaktere Max-Level sind. Das sind sie an der Stelle. Yes, sind sie, ja, klar. Also gibt es einen weiteren Punkt, 7 von 10. Und dann gibt es den nächsten Punkt, den 8. Punkt, wenn alle Max-Awaked sind, sind sie auch, gibt es auch. Den 9. Punkt gibt es dafür, wenn er aus den, also wenn der Dude aus den Charakterliste, aus seiner Charakterliste das beste Team gebaut hat. Das werden wir gleich uns anschauen. Und den letzten Punkt gibt es dann jetzt quasi das optimalste Team ist von den Super Physisch Charakteren in der momentanen Meta. Anyway, wie gesagt, 8 von 10 Punkten hat unser Dude hier schon gesammelt. Wenn wir uns die Charakterliste mal ansehen, dann würde ich so auf den ersten Blick eigentlich nichts ändern. Ich sehe keinen Charakter, der hier rein müsste, weil das Team hier an sich ist schon sehr gut gebaut. Wir haben jetzt Zirkulation zum Beispiel, sei es die zwei Jungs hier und dann die zwei Jungs, dann hätten wir einen dritten, dann hätten wir den ersten Rotationscharakter, individuell stark Charakter mit Kevlar und einen Supporter. Heißt an der Stelle, dass Charakter ist auf jeden Fall das Richtige gemacht, sind 9 von 10 Punkten. In der Meta ist leider nicht das Beste, beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, so spontan das Beste ist, weil er der Chunks zum Beispiel fehlt und der Chunks hat ja auf jeden Fall sein Recht. Zum Beispiel gegen Kevlar könnte man ihn austauschen. Deswegen gibt es hier vorerst schon mal 9 von 10 Punkten. Und vielen Dank für die Einsendung. Gut, und das nächste Team ist von Fantora. Lieben, vielen Dank für die Einsendung. Und so haben wir ein Majin Buu Saga Team. Okay, alle Charaktere entsprechen dem Leader Skill. Yes, 6 von 10 Punkten. Also Max Level, yep, Max Level, yep, 8 von 10 Punkten. Was gibt es zu dem Team zu sagen? Das ist ein Duo zu viel. Wir haben jetzt zum Beispiel das Fusion Duo, Vegito Gotenks, dreifachen Duo, Goku und Angel Goku und Buan und Kid Buu. Ist ein Duo zu viel. Du musst Probleme haben, wahrscheinlich mit Ki und so fort. Du hast ja keinen wirklichen Rotationscharakter. Das Ziel kann man auf jeden Fall so spielen, damit kommst du auch zurecht. Aber da wir mal, sage ich, zwei Main-Rotationen haben, ich würde die erste die zwei Fusion lassen, die zweite die zwei Gokus und die zwei könnte man rausholen, mal als Extreme-Units sind. Und ihnen hat auch Ki fehlt. Kennen wir ja. Aber wenn sie Charakterliste ansehen, okay, dann wird es ein bisschen schwierig hier. Du hast keinen Supporter leider. Für welche zwei Rotationscharakter entscheiden wir uns? Nämlich, ich würde auf jeden Fall Seedanks reintun. Seedanks tust du rein, ist ein Fusion-Charakter, ist ein Hero-Charakter. Kann die Gegner seeden, bekommt 100% auf seinen Angriff. Ist als Rotationscharakter hier an der Stelle gut. Wenn die Rotation reinkommt, gibt er gut Ki für die Fusion-Charakter, für die Gokus auch an der Stelle. Kann seeden, wie gesagt, also ja, durch die Ulti. Würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Den letzten ist ein bisschen schwierig. Ich würde mich aber für diesen Super Saiyan 2 Angel Goku entscheiden. Oder für den Gotenks, warum? Super Saiyan 2 Angel Goku linkt sich gut mit dem Team overall. Er ist ein Orb Changer, kann sich healen. Das könntest du mitnehmen als Semi-Supporter, sage ich mal. Linkt sich auch gut mit dem Team. Oder du entscheidest dich für Gotenks, der dann quasi ihn tust erwecken. Wenn man ihn erweckt, bekommt er 77% auf den Angriff so fix immer. Und wenn man ihn in den ersten Slot lässt, bekommt er 23% weiter drauf. Also wären das 100%. Aber er wäre hier trotzdem immer noch ein Support-Charakter. Du könntest natürlich ein oder andere Mal auf den ersten Slot lassen, wenn du mal einen Typenvorteil brauchst oder so. Worauf ich hinaus will, ist, als Rotationscharakter linkt er sich halt quasi für die Gotenks gut. Also für drei von Gotenks oder Seatanks. Und der gibt der quasi Innocence hinzu. Also ein, zwei Links ist die Goku nicht hätte. Und 4 Spatlin hinzu noch. Aber 4 Spatlin hätte auch Seatanks. Deswegen die letzte Entscheidung würde ich dir fällen, ob du Super Saiyan 2 Angel Goku nimmst oder Gotenks. Beides würde es auf jeden Fall gehen. Ich persönlich würde Goku nehmen, weil er Super Saiyan ist.
Das mit den Heen war ein bisschen mitnehmen, einfach so just for fun, und war das overall gut Link mit jedem, statt nur diese Gotenks mit den Gotenks, so mehr oder weniger. Genau, soviel zu dem Team und vielen Dank für die Einsendung. Alles klar, das nächste Team ist an der Stelle von Leon. Leon schreibt uns, könntest du mir helfen? Jupp, schau mal, Hashtag Team Ursula, und zwar haben wir hier, okay, wir haben hier Ele Vegito als Leader. Ele Vegito ist ja der Portara-Leader, gibt Portara-Charakter oder In-Charakter im Boost. In diesem Team bekommen das nur drei Charaktere, nämlich er selbst, Uigoku und Vegito. Die anderen drei nicht. Deswegen tun wir die anderen drei auf jeden Fall schon mal auswechseln. Wir haben hier entsprechende Leader-Skills, schon mal drei Punkte. Alle sind Max-Level. Nein, sind sie nicht. Goku ist hier nicht Max-Level. 140 wäre sein Max-Level. Alle sind Max-Awaked. Auch nicht Kefla ist... Kefla sage ich, Kale ist nicht und Vegito auch nicht, also bleibt schon mal von den 3 von 10 Punkten. Aber was mir hier wichtiger ist, sind nicht die Punktevergabe speziell bei DT, sondern dass ich auf jeden Fall mein richtiges Team baue. Ein Team, wo jeder Charakter einen Leader-Skill bekommt. Gucken wir uns mal die Charakterliste an. Ein volles Potara-Team können wir uns leider nicht bauen. Wir hätten hier 4 In-Charaktere und dann dazu noch Vegito, würde ein Charakter würde fehlen. Ein Potara-Charakter haben wir leider nicht drin oder ein Charakter. Falls du irgendeinen In-Charakter hast, oder so, der da rumfliegt, könntest du mit reinnehmen. Ja, dann da tust du quasi alle deine In-Charaktere rein, noch einen weiteren und dann Vegito, dann würde zumindest jeder den Leader-Skill bekommen. Du könntest auch ein Heroes-Team bauen, nimmst Vegito als Leader, deine besten Heroes-Units, alle Vegito, alle Gogeta und so und so fort. Oder ein Strength-Team mit dem Kid Gohan als Leader, wobei der Leader-Skill auch nicht so gut ist, nimmst deine besten Strength-Charaktere. Ich liste dir gerade ein paar Beispiele. Oder Physisch-Team. In diesem Status gibt es alle Gogeta nur Physisch-Charaktere im Boost. Du hast 6 Physisch-Charaktere, kannst alle mit reinnehmen, würde auch funktionieren. Aber, wie gesagt, ich wollte nur ein paar... weitere Beispiellisten, weil welches Team ich dir vorschlagen würde, wäre, du nimmst Ultra Instinct Goku als Leader, er gibt Dream of Gods Charakteren Boost oder In-Charakteren, nimmst all die In-Charaktere, die oben sind, also haben wir schon mal Uigoku, Ele Vegito, Super Saiyan Goku, diesen Goku sind 4 In-Charaktere, 4 Charaktere Team, dann nimmst du Strength Goku Blue rein, weil er Dream of Gods Charakteren gehört, und zum Schluss nimmst du noch Godku mit rein, weil er auch zu den Dream of Gods gehört. Und dann kannst du quasi, hast du ein vollständiges Team. Mehr oder weniger funktioniert das Ganze. Hauptsache es ist ein vollständiges Team. Ich weiß legit nicht, wo du gerade stehst, ob du noch Quests, ob du Doku-Events machst. Doku-Events schaust du wahrscheinlich nicht mit dem Team. Wobei du bei allem Respekt Ele Vegito erweckt hast. ich weiß, ob du noch andere Charaktere hast oder andere Teams. Aber so mit dem Setup Ele Vegito zu erwecken, schwierig. Also ich will niemanden beschuldigen, ob ihr Mods nützt oder so, jedem euch selbst überlassen. Mir geht es hier in den Team-Rating wieder natürlich um das Team-Building. Aus dem Team würde ich das quasi, was ich hier genannt habe, mit Uigoku. Wie gesagt, ob du Quests oder nicht, ob du Events machst, weiß ich nicht. Mit dem Team, was ihr vorgeschlagen habt, kannst du auf jeden Fall Events in Quests bewältigen und Stones farmen. Doku-Events, ein paar werden schwer. Müssen wir ausprobieren. Ansonsten wäre das quasi mein Vorschlag an dich und danke für die Einsendung. Nun gut, das letzte Team ist von Lord Adrian. Vielen Dank für die Einsendung. Er schreibt uns Folgendes. Und zwar Hashtag Team Ozeru. Hallo, hoffe, du kannst mir helfen, mein Potara-Team zu verbessern. Liebe Adrian, jetzt schauen wir uns mal an. Und zwar haben wir ein Potara-Team. Yep. Vollständiges Team, 6 von 10. Alle Max. Yep, 8 von 10 Punkten. Charakter, jetzt schauen wir uns mal hier an der Stelle an. Wir haben hier natürlich alle Vegito Blues. Für welchen du dich entscheidest, ist quasi euch selbst überlassen. Aber ich sag's mal so, wenn die beiden keine Dupes haben, dann hast du alles richtig gemacht, dass du ein Ele Vegito mit reingenommen hast. Mit einem Dupe hätte Attack Vegito Blue, ein Dupe würde schon an ihn rankommen. Vegito Blue physisch nicht. Damit ihr das mal so wisst, im Vergleich dazu, er geht jetzt Super Vegito, bei deiner ist auf 100%, du hast dich für ihn entschieden. Aber hätte diese physisch Super Vegito ein Dupe, dann kommt er auf jeden Fall an ihn ran, was Schaden anbelangt. Wenn er mal kein Dupe hat, so wie bei dir, gehe ich mal davon aus, ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, dann hast du richtig gemacht, dass du ihn gelassen hast. Ansonsten haben wir Supporter drin. Und Fusion Master mit Goku Black passt perfekt. Also aus der Charakter ist das alles richtig gemacht. Sind 9 von 10 Punkten hier an der Stelle. Und vielen lieben Dank für die Einsendung, Freunde. Wie gesagt, war ein bisschen auf Freestyle, war ein bisschen schnell. Aber mir ging es hier quasi wichtig, auch wegen dem Teambuild-Channel. Ich hoffe, ihr habt da alles mitgenommen. Es kurz zu fassen, wieder zum Schluss. Ihr sendet quasi eine Teambuild-Channel. Bitte nur die Anfrage, nichts weiteres. Dann bekommt ihr eine Antwort. Eure Anfrage sieht folgendermaßen aus, zum Beispiel. @kami. Wenn wir dann mal das Beispiel von Nordatrin nehmen. @kami, das ist mein Potara-Team. Ja, wie er das geschrieben hat. @kami, hallo, hoffe, du kannst mir helfen, mein Potara-Team zu verbessern zum Beispiel. Dann geht irgendein Kami her und gibt euch eine Antwort drauf. In dem Fall, was ihr beachten müsst, ist zum Beispiel, ihr sendet euer Team als Screenshot. Perfekt, in dem Fall ein Potara-Team. Dann sendet ihr bitte eure Charakterliste am besten gefiltert. SSR und höher. Entsprechend im Leader-Skill hat er gemacht, unser Boy Adrian, ist in die Portal-Charaktere, er könnte noch seine In-Charaktere mit rein tun und schicken, weil er ja ein In-Leader-Skill noch hat.
Ist aber leider nicht nach Activation gefiltert. Wäre gut. Wäre für uns besser, weil dann würden wir sehen, okay, der hat so und so viel Dupes. Quasi auch wegen dem Vergleich hier. Hätte der jetzt zum Beispiel einen Dupe oder zwei, dann würde ich ihn empfehlen, statt Agility to, ja. Einfach für euch. Und dann ist das quasi eure Anfrage in dem Teambuild-Channel. Und dann bekommt ihr eine Antwort von einem der Kamis. Und ich bitte euch, Freunde, bitte schreibt nur diese Anfragen rein. Nichts anderes, diskutiert da nicht oder so, damit ihr dann Struktur haben. Falls ihr Feedback habt, wir müssen das quasi noch betrachten. Wird quasi ganz neu sein. Kommt ab heute 18 Uhr online, wie gesagt. Checkt das aus. Und da müsst ihr auch den Kamis auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass am Anfang sehr viele Teams mit eingesendet werden. Wie gesagt, wir müssen das einfach beobachten in der nächsten Zeit. Ist eine Abhilfe für mich, ein Ausbau in Sachen Team, weil mir das wichtig ist, aber soll nicht heißen, dass die Teamrating-Videos woanders hinweggehen. Nein, Teamrating-Videos ist was ganz anderes. Da bewerte ich eure Teams. Das in Teambuild-Channel ist ein Service für euch, um Teams zu bauen, mir ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Wie gesagt, ich hoffe, dem Match hat euch alles gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.